Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt wird erstmal der Hund gestreichelt. Oh Gott, ist der arme Kerl nass hier. So, und dann checken wir mal, was liegt heute an. Fleisch essen, ja, das kriege ich hin. Kleinwildfleisch kochen. Kettennächte, oh Gott. Kräuter gegessen, ja. Schatzkarte oder Schätze gefunden, okay. Tiere mit einem Bogen tötet, ja. Das riecht ja erstmal danach, ne? Ist machbar. So. Der geliebte Kopfgeldjäger. 3 abgeliefert mit verstärkten Lasso und Spielerkopfgeld kassiert. Lagereintöpfe, heute wird ja unheimlich viel gegessen, das gibt's ja gar nicht. Perfekte Tierkadaverspenden und 20 Spenden insgesamt. Schnapsfläschchen finden, Erbstücke finden und was mit Spaten finden. Okay, betrunkenen Spieler, das wird nichts. Einrichtung ändern und Story-Mission wird auch nichts. Tierchen fotografieren, Zähigkeitstoniker. Ja, dann. Ziehen wir uns vielleicht um und frieren gleich mal eben. Erst fangen wir uns den Kerl da vorne. Und liefern den direkt ab. Dann haben wir schon mal einen. Dafür ziehe ich mal eben was Normales an. Was sagt die Temperatur? 12 Grad. Gut, da friert er doch nicht so schnell. Hier die Knarre. Wir müssen das jetzt eben zuerst machen, bevor der uns hier abhaut, ne? Der kann weg. Der kann weg. Und den da hinten holen wir uns. Der haut aber ganz schön schnell ab hier. Das weiß ich, die feine Englische, ne? Das weiß ich. Come on. Aber dann haben wir den schon mal. Und bevor der hier mit dem Pferd so weit abhaut. Dann muss ich das Pferd mal eben stoppen. Ja, bleib mal entspannt, Kollege. Ach so, muss ich den überhaupt lebendig abliefern oder reicht's, wenn ich ihn so abliefere? Mann, jetzt wo er gefesselt ist. Ne? Ja, ich weiß, ich bin heute spät dran. Aber ich habe ein bisschen länger gearbeitet und dann habe ich auch erstmal einen Augenblick gebraucht, um im Kopf runterzukommen. So. Ja, das Wetter ist ja fantastisch. Oder wird dann, finde ich, direkt kalt, wenn man hier zusieht. Oh, jetzt wäre es gut, wenn hier ein Schatzsucher wäre, dann könnten wir direkt eine Schatzkarte abstauben, aber da sieht es heute nicht nach aus. Ja gut, wir haben ja Schatzkarten satt. Vielleicht machen wir da ja eine auf und dann. Den und kassieren mal richtig Kohle und Gold vor allem heute. So, da sind wir. Hier vibriert auch schon was. Da liegt irgendwo eine Schatzkarte, eine Tarotkarte, denke ich. Und los geht's. Here's what's yours. So, einen gefesselt, einen abgeliefert. Wo ist die Tarotkarte? Ist die hier?
Ah, sie liegt drin. Ja, komm. Elf Grad Regen, warum friert der Kerl nicht? Dann reisen wir jetzt schnell in die kalte Ecke. I can never stay in one place too long. Der friert immer noch nicht, das gibt's doch nicht. Oh, da ist der legendäre irgendwas. Was müssen wir da heute machen? Legendäre nehmen wir fotografiert. Okay. Können wir mal eben direkt versuchen. Klappt bei dem Vieh ja nie. Jawohl, haben wir es geschafft. Habe ich nämlich jetzt auch keinen Bock hinterher zu flitzen. Lohnt auch nicht. Den haben wir schon x-mal gefunden. Wir düsen jetzt in die kalte Ecke. Können wir hier mal gucken, ob wir hier was finden. Irgendwas ist hier. Aber hier ist es nicht. Hm. Ah, hier. Schnapsfläschchen. Sehr gut. Die Taro-Karte nehmen wir auch noch mit. So, minus 14 Grad. Jetzt muss sie aber mal langsam frieren, oder? Oder friert er schon? Ich hab's mal wieder nicht gesehen. Perfekt. Können wir jetzt schon das Fläschchen trinken. So, und dann mal das gewürztes Kleinwildfleisch, ne? Gewürztes Kleinwildfleisch gekocht. Also, gucken wir erstmal, wie viel haben wir davon. Kleinwildfleisch, wo ist denn das? Ist das denn hier? Wildvogelfleisch. So, wo ist denn das Kleinwildfleisch? Zartes Rinder, Vogel, Großwild. Das ist es. So, Kleinwildfleisch mit Ackerminze. Da
Ist ja eigentlich wurscht, was wir hier essen, oder? Was haben wir sonst noch hier im Angebot? Ein paar Sorten wegfuttern, oder? Auch mal eins von nehmen hier. Auch fertig. Dann düsen wir mal ins Lager, gucken mal eben, wie weit der Kollege da ist, ob der überhaupt genug zu tun hat. Ja, der kann ja erst noch ein bisschen arbeiten hier, ne? Mal irgendwie Eintöpfe essen, oder? Ich kann mir das ja nicht merken, ne? Lagereintöpfe gegessen, jawohl. Komm, spielt keine Rolle. Das ist nicht perfekt, also geben wir es nicht ab. Sondern spenden gleich nur das Fell. Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Das ist perfekt. Dann spenden wir das schon mal. Haben wir schon mal ein perfektes Tierchen abgegeben. Wo habe ich es denn? Da ist es. So ein perfektes Tier. Was haben wir denn hier noch? Schlecht, schlecht. Oh, perfekt. Komm, geben wir ab. Oh, auch perfekt. Ja, dann sind wir doch schon fertig damit. So, dann können wir das abgeben. Das abgeben. Eierfeder weiß ich jetzt nicht. Was haben wir hier? Pelikanfeder. Oh, da können wir auch mal 5 von raushauen, oder? Und dann ist nämlich schon vorbei, sehe ich gerade. Von wegen 5. Muss ja erstmal weiter arbeiten hier. Dann ändern wir mal eben hier die Ausstattung. Oder die Einrichtung, so heißt es ja. Schade, hier ist nichts. Genau, 6 perfekte Tiere haben wir schon abgegeben. So, Bardekor wieder auf einfach umstellen. Dann sind wir da auch schon mit durch. So, was lag denn sonst noch an? Da müssen wir ja nur noch 5 Dinge. Naturkundler. Ja gut, das... Ja, das brauchen wir ja nichts. Das können wir später machen. Ausschweißen, Betrug mit anderen Spieler geht, wird nichts. Und Story-Mission wird auch nichts. Damit sind wir hier schon durch. Dann brauchen wir jetzt noch Familienerbstücke und Sachen mit dem Spaten finden. Weil da müssen wir ja nur warten. Und Kopfgeldjäger. Ja gut, wenn wir da welche über den Weg laufen, ne? Dann ist das so. Das Kleinwildfleisch. Oh, die Kräuter. Dann machen wir hier heute gar nichts.
Apropos Kräuter, gilt da auch das hier? Das gilt. Dann nehmen wir jetzt schon mal den Bogen parat hier. Nee, komm, dann nehmen wir nochmal. Und gucken uns jetzt hier um. Denn solange wieder Kompagnon arbeitet, damit wir wieder Platz haben. Ich weiß nicht, ob hier zufällig eine Schnapspulle ist oder so. Wäre auch zu schön gewesen. Ne? Aber ich habe eigentlich keinen Bock, eine Karte aufzumachen. Ne? Aber ich werde wohl nicht drum rumkommen. Hier ist heute gar nichts. Nö. Ja, komm, wir mal eine Karte auf, was soll's denn? Schnapsbullen. Auch wenn wir schon eine haben. Es spielt ja keine Rolle. Okay, das ist klar. Das ist auch okay. Wo ist die andere? Ah, hier unten. Ja gut, komm, das geht fix. Wir düsen trotzdem erst hier hin. Sind ja, glaube ich, noch ganz gut in der Zeit, ne? Ach, 17 Minuten locker. Oh, wieder irgendein Bär, habt ihr gesehen, da wird das Pferd sofort nervös hier. Moment, 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 Moment. Truthähne rupfen. Dann können wir nämlich nachher einfach die Truthahnfedern spenden. Sind wir auch glatt. Irgendwelche Kräuter hier, die können wir schon mal essen. Hier noch. Oh, da hinten ist was zum Ausbuddeln. Super. Wir haben so viel gegessen, da können wir uns auch mal ein bisschen bewegen, glaube ich. Das haben wir jetzt nur verletzt, aber eben noch nicht mit Pfeil und Bogen erwischt. Deswegen müssen wir es jetzt wirklich so machen. Da waren wir einfach zu weit weg. Das geht halt nicht. Zustand spielt ja keine Rolle nachher beim Spenden, ne? Ausbuddeln sollten wir sowieso. Salbei hatten wir schon. Das müssen nämlich, glaube ich, 5 verschiedene Kräuter sein. Oder Gewächse quasi. Was haben wir hier? Auch noch sammeln.
natürlich noch was. So, was haben wir hier? Auch noch futtern. Und da haben wir die 5 Kräuter schon erwischt. So, nehmen wir auch noch mit. Und dann geht's direkt hier hin. Pferdchen füttern. War hier bei allgemein. Das Kleinwildfleisch müssen wir noch machen. Kräuter haben wir fertig. Schatzkarten. Und hier ein Tierchen. Ja. 10 Stück, das zieht sich natürlich ein bisschen. Oh, hier ist heute kein Sammlerstück. Müssen wir direkt weiter. Ich weiß, das zieht sich ein bisschen, aber es hilft ja nichts. Jetzt hier auch nicht hinter jedem Waschbären hinterher düsen, wer weiß warum. Wo ist er? Wo ist er hin? Der ist noch schnell, oder? Der will nicht. Ach, wisst ihr was? Den Aufriss mache ich jetzt auch nicht hier. Nicht alles auf einmal machen, oder? Okay, gut, das wird gar nichts, oder? Was soll's? Oh. Nee, das lassen wir mal. Oh, man hört die Wölfe richtig heulen hier. Irgendwie hier ein Frosch oder sowas? Nee, natürlich nicht. Hört man schon. Da ist ja die Bulle. Oh, 9 von 9 Pullen. Nimm mal so einen Satz zusammen. Super. Dann lohnt es sich auch gleich mal, ne, die Madame aufzusuchen, wenn wir wissen, wo sie ist. Fährt er irgendwie gar keinen Bock. Ich wollte aber wenigstens mal eben da hinten in der Ecke gucken. Da ist ja manchmal auch was zum Ausbuddeln, ne? Oh, Truthähne. Ja, komm hier.
Ja gut, muss man auch treffen, ne? Ja, heute habe ich es drauf hier. Oh. Hab ich den wenigstens wieder. Also klar, die Pfeile, die ich hier verballer, die meisten sind weg, ne? Was haben wir denn hier? Da auch noch irgendwie ein Frosch oder so, warte, ne? Nordkröte. So, manchmal ist hier hinten ja noch was auszubuddeln. Klar, heute nicht. Ich finde, heute ist an diesen üblichen Stellen sowieso relativ wenig, ne? Nun gut, dann ist das so. Ist echt nix heute, das gibt's doch nicht. So, herstellen. Das war gewürztes Kleinwildfleisch, ne? Krabbe, Hammel, sehen das da. Ja, komm, machen wir hier mit Ackerminze. Was soll's denn? Immer schön selbst essen hier. Und dann geht's jetzt direkt nicht nach Hause, sondern auf nach Rhodes. Wir holen uns da die andere Pulle. Dann geht's nach Hause. Markierung setzen. Da geht's hin. Wir können dann hier schon mal wieder Pfeil und Bogen in die Hand nehmen. Oh, was haben wir hier? Haben wir endlich die 10 schon zusammen. Also heute gibt es ja wirklich Gold für jeden Mist, oder? Guckt euch das mal an. Kettennächte, da habe ich ja keinen Bock. Schatzkarte, wie gesagt, können wir ja noch machen. Mit ein bisschen Glück finden wir ja auch noch einen Schatzsucher. Ansonsten machen wir einfach eine Karte auf. Wenn wir es denn überleben. Müssen wir nachher sowieso zu dem Großwildjäger. Ich glaube, in der Gegend, wo der ist, da habe ich eh noch eine Karte. Dann benutzen wir die und Gottes. Na. So, können wir schon wieder eine andere Knarre nehmen. So ist besser. Schon irgendwie eine coole Hütte, finde ich, oder?
steht die hier irgendwo rum. Oh, hier ist aber noch irgendwas. Oh, den guten Rum nehmen wir auch noch mit. Oh, Schmuck. Nehme ich auch mit. Wo wir gerade hier sind. Nee, hier ist es auch nicht. Wo ist das denn? Also irgendwie vibriert hier was. Aber ich höre gar nichts. Was ist das denn? Merkwürdig, oder? Ist das irgendwo unten? Ah, hier. Da liegt die Karte, Halleluja. So, jetzt haben wir aber genug randaliert, ne? Da sehe ich es auf der Minimap. Irgendeine Aktion. Nein, machen wir nicht. Wir sehen zu, dass wir zurück zum Lager kommen. Da haben wir schon wieder verbraten. Oh, 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 oh. Auf zum Lager. You know, I'm getting quite used to having you around. Dann bestellen wir schon mal die Vorräte, dass er hier weiter arbeiten kann. That'll work, dude. Stocks are looking good. Möwenfedern, nee, 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 das behalten wir mal, ne? Sollen wir hier Habichtfedern auch zu teuer? Habe und Rute ankommen. Da haben wir das auch fertig. Oh, da haben wir den nächsten Kandidaten. Ja, würde ich mal sagen, selber Trick, oder? Okay, den brauchen wir. Ja, der kommt nicht jetzt nichts für. Der hat sich ja förmlich angeboten, oder? I'ma use this rope to hang you when I break loose. Gut, dann bringen wir den erst eben nach Strawberry. Das geht ja schnell. Und dann wieder zurück zum Lager.
Und vielleicht begegnet uns dann jetzt ja schon wieder der Schatzsucher. Dann haben wir das auch fertig. Mann, heute gibt es ja Gold für echt für jeden Quatsch, oder? Gefühlt Dinge, die man sowieso eben, also wirklich nebenbei erledigen kann. Ein paar Kräuter essen, oder? Eintöpfe essen. Also alles Dinge, die ich, das kann ich. Essen. So. Ja, kein Schatzsucher, das gibt's doch nicht. Alter, sonst immer. To hell with this. Christ Almighty. If their neck breaks when you drop them in the cell, my Lieblingsspruch, ja. Still counts as alive. There. Good old-fashioned blood money. Auch erledigt. Jetzt nochmal zurück zum Lager. Hey, good to see you. Jetzt holen wir uns eben die Pulle. Auch nicht. Ich mache erstmal die Schatzkarte auf. So, das ist, so heißt es hier. Du kannst momentan keine Schatzkarten öffnen. Warum nicht? Was soll das? Ne, es geht nicht. Seht da oben, ne? Gut. Also nicht gut, aber es ist halt so. Dann versuche ich es jetzt noch mal. Nee, es geht nicht. Keine Ahnung warum. Schon mal die Knarre ziehen, falls wir hier gleich wieder in so einen Überfall oder einen Hinterhalt kommen. Seht ihr? Try to make it a good fight before I finish. This is your last stand. Man muss auch treffen. Schon mal plündern hier. Die kommen dann schon auf einen zu. Und so richtig viel haben die heute aber auch nicht dabei, ne?
wohnt ja kaum. Das waren ja alles Peanuts hier. So, dann holen wir uns das Belücken. Well, look who it is. It's been a while. Please, take a look. Oh, excellent quality. So, dann verkaufen wir ihm jetzt eben die Felle, die wir am Pferd haben. Okay, then, let's take a look. Yeah, I get a lot of these. Und dann gucken wir jetzt auch direkt, wo ist die Madame? Was ist denn heute? Wo ist die Madame? Ah, hier oben. Heute. Ne, Annisburg. Aber da habe ich auch gar keinen Bock jetzt hinzuhören. Also, nee. So, was können wir denn noch schaffen? Die Nächte wird nix. Ja, Schatzkarte geht ja irgendwie auch nicht. Boah, wir müssen noch drei Sachen machen, ne? Tja. Sehigkeitstonika, das haben wir ja angefangen. Also das haben wir das Geld ausgegeben. Müssen wir das jetzt auch mal eben durchziehen. Denn gut 30 Minuten sind rum. Locker 30 Minuten sind rum. Das müsste, die Wirkung hat glaube ich nachgelassen. Kann man nachgucken. Muss man aber nicht. Ich denke halbe Stunde ist easy. Da seht ihr schon, er friert. Erledigt. So, jetzt noch eine flüchtige Person, die wir fesseln können. Dann wären wir durch, ne? Beim Erst das hier ab. Tja, dann nehmen wir doch vielleicht einfach mal ja, einen Steckbrief an. Das geht, glaube ich, schneller. Nehmen wir mal das hier. Ich kann sowas ja nicht. Oh, die Dell. Ach da, ja. Dann gucken wir mal.
kann sich ja nur um Stunden handeln. Ach so, jetzt muss ich so Spuren verfolgen oder so ein Mist, ne? Ah, da. Okay. Zielperson hat das Gebiet verlassen. So ein Mist. Oh, Fleißaufgabe, das ist ja genau mein Ding, ne? Das kann ich euch sagen. War nicht hier, geh zurück. Oh Gott. Was soll denn der Quatsch? Also wieder zurück. Und nü. Aha. Na da. Wieder untersuchen. Das ist ja... Das ist ja der Gegenteil von Spaß hier. Das ist ja echt das Gegenteil. Tja, ich bin nämlich ja ganz guter Spurenleser hier. Ach, da ist sie wirklich schon da. Na gut, dann geht's. So, dann müssen wir die jetzt nur abliefern. Wo geht's hin? Ach, zum Gefängniswagen, das ist ja noch besser. Ich dachte schon, auf nach Valentine. Oh my God, help! Da hätte ich heute ja gar keinen Bock drauf gehabt. Damn it. Help, help! Ja, das ist ja echt eine gute Nummer hier. Vielleicht sollte ich doch öfter mal so Kopfgeldjägernummern machen, oder? Ist der Wagen tipptopp. Well, you got there. Still kicking, I see. Well, don't make no difference to me. Done deal. Und da oben seht ihr es. 9 von 9 erledigt. Besser geht's nicht. Ja dann. Ab nach Hause. Boah, wenn ich jetzt noch einen Schatz, ne, eine Schatzkarte öffnen könnte, oder? Hab ich nicht noch eine hier? Hier in der Ecke irgendwie. Da. Ja, das will er nicht. Die funktioniert irgendwie nicht. Na, dich von Dingenskirchen kenne ich auch nicht. Ich kenne die Gegenden hier alle gar nicht. Ich dachte hier Watson's Cabin oder so.
kommen. Das versuchen wir mal eben, oder? Können wir ja doppelt absahen. Und ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Oh, nicht mehr viel. Aber nun gut. Hilft ja nichts. Ja, da kürzen wir wem über die Bahnlinie ab. Ich dachte schon, es geht wieder schief, aber es ging ja nochmal. Ich wollte sagen, oh, da unten wieder eine Straßensperre oder so. Also, häufig ist das ja eher hier in dem gebirgigeren Bereich, ne? Aber hier vibriert es schon. Oder? Nee. Da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Das gibt's doch nicht. Warum ist hier nichts? Irgendwo hier muss es doch sein. Da ist es. Überlebe ich das? Ja, bestimmt. Nein. Nein, 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 nein. Da ist er. Ja, ich würde mal sagen, die beiden können das nicht mehr gebrauchen, ne? Tja. Erledigt. Wie gesagt, die brauchen es nicht mehr. Tja. Tut mir ja fast leid hier. So. Dann geht's ab nach Hause. Und mehr können wir heute auch nicht abstauben. So, ihr wisst, wo die Madame ist. Zwei Sachen sind noch übrig. Kettennächte im Leben nicht. Und Spieler in Showdowns getötet. Das wird nix. Jawohl, Heinrich, nein, du hast recht. Ich können wir ruhig nochmal streicheln. So, das war die Folge am Montag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Schreibt doch bitte was in die Kommentare. Ja, und macht euch noch einen entspannten Abend. Vielen Dank für euren Besuch. Und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun.